Leg dir den Bahnkristall. Das ist im Grunde dasselbe wie der Waldläufer. Nur du brauchst für den Kristall, um beim Lehrer neue Fähigkeiten zu lernen. Ah, okay. Gut, warte. Dann legen wir es einmal an. So. Schärpe und nein. Was ist das hier? Irgendwie sieht das sehr, 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 sehr seltsam aus. Nachteil beim Anlegen ist nur, dass man die Skills neu einordnen muss. Ja, ich glaube, das ist, ich denke, das geringste Problem, Alter. Irgendwie sieht das cool aus. Okay, warte. Das entferne ich einmal, das brauche ich eh nicht. Das packen wir dahin, das packen wir dahin. Packen wir dahin. Dieser Moment, wenn man nicht weiß, wo man was hingelegt hatte. Du singst Balladen. Das kommt dahin. Ich habe alles und nichts auf mir. Schrecklichkeit, Dingens, Supertrank, Reittiere. Wo habe ich da? So, jetzt habe ich wieder also eine Autostelle. So, und das hier lege ich einmal ganz normal meine Sachen wieder an. Nee, das wollte ich nicht. Ja, das wollte ich. Ui. Wie funktioniert das denn alles? So, ich habe hier noch die. Bogen habe ich alles ausgerüstet. Was müsste ich denn machen, um das jetzt... Achso, okay. Okay, alles gut, alles gut. Vergiss den Ansatz der Frage. Die Balken freischalten. Denkst du, die Ballade des Weisen so erwacht die Balken zu leben? Zeig dir, wie lange der Effekt deines eben gesungenen Liedes noch anhält. Während die Ballade aktiv ist, virtuose durch deine Fähigkeiten ausgelöst wird. Setze die Reaktion. Bewegungstürme für Adler zum tödlichen Regen Ring zurück. Jetzt über Kommando und Eigenschaften einsetzen. Jetzt das wird eben dauern. Das müsste. Wie funktioniert das? Der neue Baden-explosive Skill. Diese Ballade der Weisen. Dieser sorgt dafür, dass du während den 30 Sekunden, in denen du den Song spielst, deine Gruppenmitglieder mehr Schaden machen. Die Ablenkzeit von Asa, das gelegentlich zurückgesetzt wird. Okay, und wie setze ich den ein dann? Soll ich dann irgendwen den anvisieren? Irgendwas tun? Irgendwas machen? Muss ich irgendein geiles Zauberwort nennen? Gott, man merkt, dass ich so weit noch nie war in diesem Spiel. So leicht überfordert. Überfordert. Gegner anvisieren und den Knopf drücken. Okay. Und ja, das kriege ich hin. Das funktioniert. Oh Gott. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ansonsten wüsste ich da überhaupt nicht. Weder vor noch zurück. So, warte, wo wurde ich jetzt hin? Ich habe das komplette Faden verloren. Ah. Dahin. Also, es ist egal, ob ich jetzt zum Pikenier gehe oder zum Amphitheater gehe. Du hast jetzt auch einen Leadbalken bekommen, der ist im Layout neben dem. Also, ich habe hier das so ein komisches Ding hier.
Das wird wahrscheinlich der sein, den du meinst, ne? Das wunderbare Ding hier. Ja, scheiß Mückenstich. Ich habe übrigens noch einen entdeckt, und zwar genau hier. Genau zwischen den Augenbrauen. Macht schon wieder richtig viel. Dort werden dir die Songs angezeigt, die du spielst. Ah. Okay. Ich mag dein Outfit noch immer. So. Der nächste Song erwartet dich auf Stufe 35. Okay. Bis dahin ist es noch ein bisschen. Bis dahin dauert es noch. Ich glaube, ich werde noch mehr überfordert sein, wenn ich dann irgendwann eine andere Klasse, eine komplett andere Klasse mache. Ich glaube, dann werde ich jetzt recht verzweifeln. Warte. Nee, das. Nee. Hier muss ich nicht hin. Gott, ich liebe diese fette Katze. Jetzt hast du nur wissen, dass die Songs eine Abklingzeit von 80 Sekunden haben. Am Anfang sollte man diese dann einfach nur nicht überlagern. Wenn nur einer aktiv sein kann. Okay. Ich versuche es mir zu merken. Wahrscheinlich wird es am Anfang trotzdem noch schief laufen. Okay. Stein spielen. Okay. Einmal zur Druidengilde. Ich glaube, da kann ich auch laufen. Meine Gruppenmitglieder freuen sich über jeden Support. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich werde mein Bestes geben. Später. Dank dir und Luna bin ich ja jetzt Gott sei Dank schon öfter in der Gruppe gewesen. Druidengilde. Ich bin zuvor zum Laufen. Luna nicht mehr. Ja. Genau die. Die hat mir zu, unter anderem auch dieses Kätzchen geschenkt. Beim letzten Mal. Da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Grüß dich von mir. Das mache ich. Vor allem, das war so witzig, als, ich weiß gar nicht, wann kam sie dazu? Am Sonntag. Da meinte ich nur, dass du mir beim letzten Mal geholfen, also, ne, das Mal davor, vor dem Sonntag, an dem Donnerstag geholfen hast. Und da quasi so als mein Taxi gedient hast. Und dann meint sie nur so, ah, wie? Der ist auch schon wieder unterwegs. Man hört ja nichts mehr. Und dann dachte ich nur so, okay, die kennen sich. Lol. Irgendwie lustig. Sie ist vorhin hier auch wieder im Chat rumgestreunt. War wieder ganz lustig. Weil Daddel mal wieder gegen meine fette Katze hier, obwohl die so süß ist,
war und ja, Luna und ich dann die Katze verteidigt haben. War, ja, Katzenliebe. Und uns verbinden die Katzen, sowas muss ich jetzt hier machen. Verbinden dann Spähen. Muss ich da jetzt schon wieder irgendwas? Lord Twitch ist hier noch hier. Ah, dann ist er noch im... Okay, dann ist er noch im Lurk. Tatsächlich. Weil vorhin ist er tatsächlich schlafen gegangen. Zumindest wollte sie. Aber dann ist er tatsächlich noch im Lurk. So, was muss ich jetzt hier... Nein! Das wollte ich nicht. Ich komme hier schon wieder nicht klar. Man kann sich übergeben. Da, Spähen. Vor Himmel und... Lol. Etwas übergeben. Ach so. Ja, es, zum Beispiel in Herr der Ringe Online kannst du dich ja wirklich, also wirklich übergeben. Deswegen war ich jetzt gerade leicht irritiert. Es ist eindeutig schon zu spät für mich. Es ist eindeutig zu spät. Bitte, das ignorieren wir jetzt einfach alle. Das, was ich gerade gesagt habe, ist nie passiert. Und sonst alles gut? Scheiße. Ach ja, herrlich. Wenn nur das eine Hand als Symbol dabei ist. Ich habe nicht auf das Symbol geachtet. Ich habe tatsächlich nicht auf das Symbol geachtet, warte. Nein. War das hier, ne? Demütig. Ja gut, es hätte ich auch sein können, dass es in die Hand spucken. Nein, ja, ja, alles gut. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So, Pärchen. Ist kein Streit. Ja, aber es hätte doch sein können. Weißt du, so rein platonisch. Also, er kann über Notizbücher im Hauptmenü geöffnet werden. Oh, und stell dich sicher, dass das Wetter und die Tageszeit passen für den angegebenen Mord aus, um den Eintrag in ERC zu vervollständigen. Um Gottes Willen. Sowas gibt's auch noch. So, und das war jetzt im Südwald. Echt? Was? Wenn Leger mit Winneburg sprechen. Wie seine Instrumente. Warte mal, was? Was war da? Vier Theater. Ach, wenn Herzen musizieren, meinst du? Okay, dann laufen wir da als erstes hin. Bevor ich die Hauptquest mache. Also, wer interessiert sich denn für die Hauptquest? Keiner interessiert sich für die Hauptquest. Oh Gott. Müde, ohne eigentlich richtig müde zu sein. Pärchen. Ja, 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 ja. Gitarre, Flöte, Trommel, Geige und Trompete.
Beim Benutzen des Kompositionsfunktion ist die Darbietung der Musik von Drittpersonen strengstens untersagt. Es genehmigt, eigene Komposition aufzunehmen und hochzuladen. Ah, okay. Ja. Okay. Was drauf los? Kannst du eine eigene Komposition aufführen? Die entsprechenden Kommandos findest du hier in der Kommandoliste. Hauptmenücharakter. Beachte, dass Kompositionen nur verfügbar sind, wenn dein aktueller Job Bade ist. Dann eben alle daran angelehnten Instrumente. Kannst deine Freunde nur mit eigener Komposition erfreuen. Starte im Kommandomenü unter Komposition das Kommando für deine gewünschten Klang und spiele die Noten auf der Bildschirmtastatur. Okay. Ich verstehe. War nur zur Hälfte. Aber ich verstehe. Warte, wo war das? Irgendwann kriege ich das hier auch mal hin. Was es nicht alles gibt. Für Kommandomenü links auf Komposition. Da. Laute. Flöte. Klarinette. Posaune. Saxophon. Bete. Tuba. Geige. Ach du. Ich kann mir so tun, als könnte ich was spielen. Cool. Wenn man bedenkt, dass ich im echt nicht mehr einen einzigen Ton richtig spielen kann. Schön. Muss ich das selber spielen? Ich habe keine Ahnung. Was spielt man da? Ich habe doch keine Ahnung. Dieser Moment, bis man erstmal herausfindet, was, wann, wie, wo, was, wann. Was. werden dir unten angezeigt, um wieder zu lernen. Okay. Ja. Leicht überfordert. Ah. Oh Gott, das ist ja schlechter als an einem echten Klavier.
Weißt du, das klingt ja schlechter als alles andere. So, und damit quäle ich jetzt die Zuschauer. Ach, okay. Ja, aber anhalten bitte. Ja, okay. Genug ausprobieren. Scheiße. Wie kacke. So, das bedarf noch ein wenig Übung. Das sind alles die Kompetenzquests. Der Winterzong ist ziemlich nice. Echt? Ja, ich werde mich da auf jeden Fall mal so ein bisschen durchforsten. Das wird bestimmt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Da. Aber warum will... Achso, warte, das hier wollte ich. Ich habe Fernleger in Limsan und Minsan mit Bienenburg. Beste von dem Weg ist. Ja, das klingt wenigstens ordentlich. Ja, das klingt wenigstens schön. Das kann man sich wenigstens ordentlich anhören. Ist das nicht das Lied aus Final Fantasy IV? Nee, warte, das wurde nicht. Einstellung. Controllersteuerung, Metronom anzeigen. Ach du Grüne. Ja, das bringt mich ja komplett. Aber eine Version hört man im Trailer von Shadowbringers. Ah, okay. Ich glaube, dass das sogar das Lied aus Final Fantasy hier, meine ich, ist. Gut. Nee. Diese ewigen, gleitigen Sekunden. Die man es einfach nicht hinkriegt. Oh.
Ja, das wird so dauern. Allein schon, weil man die Taste nicht kennt. So. Das heißt, wir müssen einmal nach Limsa Luminsa gleich. Hier gab es jetzt sonst nichts weiter. Wenigstens Neukidania. Ja, gute Frage. Nächste Frage. So. Immer schicke dann jetzt einfach mal kurz weiter. Ich glaube, sonst versinke ich da noch komplett in diesem. Um jedes einzelne Instrument auszuprobieren. Und euch mit meiner schlechten Musik dazu quicken. Also bei dir klingt das richtig mega geil. Und ich hocke da. Ich übe einfach heimlich noch ein bisschen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich weder singe noch mich irgendwie. Anderweitig mit Musik beschäftige. Ich habe auch irgendwie so gar kein Taktgefühl. Also für so ein Instrument. So, bitte einmal. Die Quest in Gridania ermöglicht dir, dass den Teleport zu einem Ausgang von Gridania ist, wenn du einen kleinen Eteriten gefunden hast. Ah, okay. Klingt ja schon mal. Sehr gut. So. Und dann einmal in meine allerliebste Lieblingsstadt. Nicht übrigens. Ich hasse Limsa Luminsa. Es ist so eine Stadt, die. Sie sieht schön aus und das war's dann auch. Ich finde mich da bis jetzt nicht zurecht. Ich glaube, ohne euch würde ich da teilweise überhaupt nicht durchfinden. Ich würde wahrscheinlich immer noch in Level 20 verstecken. Hilflos laufe ich um den Häuserblock. In der vagen Hoffnung, dass ich an Ort und Stelle irgendwann mal ankomme, wie ich ihn möchte. Okay, nee, ich bin richtig. Ich glaube, das habe ich nicht freigeschaltet. Überhaupt das freigeschaltet hier? Ja, war klar. Also warte. Wir machen einfach. Wir machen einfach und hoffen, dass ich irgendwo ankomme. Das kann nicht so schwer sein. Kriegen andere Leute auch. Okay, von da komme ich auch runter. Also wie gesagt, die Stadt sieht wunderschön aus. Vor allem bei Tageslicht. Das ist so eine Ortschaft. In der ich verzweifle. Ich werde auf jeden Fall den einen Eteriten hier mal freischalten. Huch. Das war unnötig. Ach ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Warte, einmal Etherit freischalten, dann brauchen wir beim nächsten Mal nicht laufen. Dass ich den noch nicht freigeschaltet habe, ist ein Wunder. Dachchen. Du möchtest ins obere Land Noskea zum Handelsposten. Tja, dann solltest du zunächst einmal mit der Fähre nach Bierhafen fahren. Das ist der schnellste Weg, wenn du nicht fliegen kannst. Ja, davon sprichst du dann am besten mit Aldifoot. Er kann dir den Weg zum Memerons Handelsposten genau erklären.
Er treibt im Bierhafen regen Handel und kennt sich auch in der Umgebung bestens aus. Okay. Yep. Ach, da oben. Tachchen. Du willst ins obere Landoskea zu Teterung, um hier etwas zu bringen? Na, dafür unternimmst du ja eine ganz schöne weite Reise. Von hier aus führt dich dein Weg durch das Schädelteil nach Norden. Sobald du den ersten Berg erklommen hast, bist du schon im oberen Landoskea. Weiter in nördlicher Richtung gelangst du dann durch den Eichenwald zum Mimerons Handelsposten. Okay. Dann nehme ich einmal mein Reittier. Hallo, mein Hübsches. Ich liebe die Musik auf diesem Reittier. Rechts vom Eingang zu... Das. Ah, okay. Das stimmt, hier war... Das eine... Das Tessa da. Und hier geht's dann hoch. Okay. Sehr schön. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mein Reittier liebe? Also, warte, war hier nicht noch irgendwo... ja. Das soll hier sein. Die Steinschale soll hier auch sein. Das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das will ich auch nicht. Gut, zwei Bestiariumstiere. Genau, ob ich die mal wieder finde. Wahrscheinlich laufe ich wieder 30 Mal dran vorbei. Oh, die Musik ist cool. Da! Da ist so ein Viech. Warte. Wenn man gerade schon mal hier ist, ne? Kann man sich das Tier hier auch mal holen. 5 Stück brauchen wir. Mal. Jetzt weiß ich, das Ding wollte ich eigentlich auch hier hochpacken. Um mich gleich auf den Zombie aus. Stimmt. Eine sehr gute Idee. Zwei brauchen wir noch. Schön, das brauche ich jetzt aber noch ein bisschen. Okay, ist aber auf jeden Fall cool. Mit kleinen Schritten wachsen wir. Tachchen. Oh, hallo Kundschaft, ja? Nein, keine Kundschaft. Hast du etwas für Teterung? Oh, Ohrring. Teterung hat Ohrring im Horst vergessen. Teterung liebt Ohrringe. Teterung liebt dich. Was? guter Buscaron ist gut. Guter Buscaron war gut zu Teterung. Teterung vermisst guter Buscaron. Und da sind wir auch schon Stufe 31. Bist du mit Waffen? Guter Buscaron haben Teterung Gutes getan. Ohne guter Buscaron kein Teterung.
Teterun muss Buskarons Gutes tun. Teterun machen Flasche Quickquirn Feuerwasser für Buskaron. Bruder Buskaron lieben Flasche Quickquirn Feuerwasser. Helfen Teterun machen Feuerwasser, ja? Teterun brauchen Dinge, viele Dinge, ja? Teterun brauchen gutes Wasser. Geht selber gutes Wasser suchen, ja? Aber Teterun brauchen auch 3 Koikol-Schnurhaare von Koikol-Jungtieren. Du holen, ja? Warum können die nicht ordentlich reden? Okay. Also einmal nach da hinten. Gar kein Problem. Die Umgebung hier ist schön. Wenn die Gegner drauf sind, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Abklingzeit von Azalas zurückgesetzt wird. Den logischerweise dann eingesetzt haben. So Rücksätze macht sich auch als Funkeln am Balken während des Lieds bemerkbar. Okay. Ich glaube, ich muss mir das irgendwann mal alles aufschreiben. Richtig, ich werde die Hälfte vergessen. Alter. Das ist nämlich mal Riesenfischi. Sofern es ein Fisch war. Je öfter du den benutzt, desto eher fällt dir das auf. Ja, ich glaube auch. Und das hoffe ich es. Ansonsten gibt mir einfach eine imaginäre Stelle links und Stelle rechts, dann passt das schon. Einmal in diese Richtung. Ich meine, ich muss da runter. Scheiße. Au. Also jetzt sind beide Beine gebrochen. Aber ich glaube, hier unten habe ich schon die anderen Viecher gesehen. Ja, genau die hier. Genau 2 Stück Bomber. Ja, da wollte ich dann einfach Giftbiss und beißender Wind einsetzen. Ich muss den Zungen und alles macht seinen Sinn. Das heißt Giftbiss und beißender Wind. Ah, ja. Man merke sich das. Irgendwie. Wobei ich glaube, beißender Wind wird kein Problem. Das benutze ich mehr als genug. Gut, was ist das für ein Riesenvieh? Vor allem, was größer ist als ich, habe ich Angst. Beziehungsweise Respekt. Wir sagen einfach mal Respekt. Wir ticken beide 30 Sekunden lang. Passt also. Okay, und jetzt haben wir alle Zutaten. Warte. Tierchen.
Bin ich froh, dass ich mittlerweile reiten darf. Oh Gott, warte. Ich bin leicht überfordert. Ah, da. Okay. Ich verstehe. Ich glaube, ich hoffe. Zeit, ich beiße auf Wind. Sammer Adalas natürlich den Regen. Bemerken, aber dann schon auf Stufe 28 kannst du das wunderbar benutzen. Okay. Gut. Aber ich glaube, ich verstehe den Sinn so langsam. Ich hoffe. Teterun machen Feuerwasser für Buscaron. Du bringst Teterun dafür Dinge, ja? Ja. Du hast alle Dinge gut. Teterun machen jetzt Feuerwasser. Gutes Feuerwasser für guten Buscaron. Gutes Feuer brauchen Zeit. Mehr Zeit, mehr gut. Komm später wieder, ja? Teterun hat gemacht Feuerwasser. Gutes Feuerwasser für guten Buscaron. Bring guten Buscaron gutes Feuerwasser, ja? Sagst du Buscaron, er soll nicht sofort trinken. Er stellt auf Seite für ein Jahr, bis Geschmacksnoten ganz entfalten. Hey Devilmets, ach, so weit läuft's eigentlich? Denke ich, hoffe ich, ganz gut. Ich glaube, ich komme klar. Teterun machen irgendwann großen Laden. Rösten von Eosea. Mit ganz viel Blubbergetränk. Alles dank guten Buscaron. Natürlich. Oh, Oberst Lanuska. Das klingt gut. Ja. Nein. Wobei ich glaube, ich auch nicht mehr ganz so lange mache. Denk mal so gegen eins werde ich mich ins Bettchen begeben. Falls der eine oder andere schon einen Wunsch hat, wo es danach hingehen soll, was man danach sehen möchte, könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Also für den Raid dann. Das könnt ihr mir dann gerne, damit ich vielleicht mal nicht die ganze Zeit suchen muss. Aber wie gesagt, kommt noch ein bisschen Zeit, aber das und die Saison Kernmechanik von Baden. Dann wird sich auch kaum etwas ändern. Also ich glaube, beim Baden wird es ein bisschen dauern, bis ich mit klarkomme. Aber ich glaube, wie du schon sagst, desto öfter man es benutzt, desto eher kommt man dann irgendwann quasi in die Materie mit rein. Ich habe Angst. Ich will gerade nicht kämpfen. Guten Tag, die Herren. Oh, da ist er. Das Typi. Und wieder die wunderbare Musik. Ah, da bist du ja wieder. Konntest du Teterun ausfindig machen? Oh, was ist denn das? Für mich? Nee, für den Heiligen Geist. Natürlich für dich. Für kein Feuerwasser von Teterun. Wahnsinn. Dann hat sich der gute Kerl also daran erinnert, wie gerne ich dieses Gebäude trinke. Da kommt mir ja glatt die Tränen. Ich soll es ein Jahr lang ruhen lassen? Naja, muss es ja wissen. Ich warte nur ungern, aber wahrscheinlich ist es das wert. Es gibt nichts Besseres als gereiften Quirken Feuerwasser. Ich kann schon jetzt kommen erwarten. Wie wär's? Willst du nicht in einem Jahr wieder hierher kommen? Dann öffnen wir gemeinsam die gute Flasche und trinken auf Teterun's Wohl. Ja. Vielleicht.
Während du unterwegs warst, gab es Neuigkeiten über die Silphen. Einige von ihnen wurden im Wald gesichtet und zwar ganz hier in der Nähe, wo sie sich normalerweise nicht herumtreiben. Darum muss es einen besonderen Grund geben. Es kann natürlich sein, dass sie nach ihrer Ältesten suchen. Auf jeden Fall sollten wir der Sache nachgehen. Hier, ich markiere dir die Stelle, an denen Silphen gesichtet wurden. Auf deiner Karte. Sieh dich doch bitte um. Okay, es sind eindeutig mehrere Stellen. Oh. Sechchen. Und wieder so eine komische Ranke. Ich will mich einfach mal in die Figur lassen. Einmal? Bitte? Apropos. Was mir gerade mal wieder einfällt. Essen! So, wo ist der nächste Zielort? Da. Wenn ich noch keine Ahnung habe. Ach doch, hier. Lass mir raten, da kommt jetzt auch wieder ein Monster. Ja? Okay. Wenn nicht. Ich habe jetzt ja schon fast mitgerechnet. Also ich weiß schon, was ich gleich als erstes mache. Wenn ich Richtung Bett verschwinde. Boah, mich aufs Klo begeben. Wird, glaube ich, so das erste sein. Chen? Wo? Lass mich raten, über uns. Ja, nein, vielleicht. Ja. Hier ist ein Zielort. Weißt du nur nicht, wo der andere sein soll. Und vielleicht. Aber dieses Suchen. Ich fühle mich tatsächlich nach dem ganzen Spielstand immer noch wie so ein blutiger Anfänger im Spiel. Gerne. Wo ist denn? Wo soll denn der Zielort sein? Oder ist er hier? Kommt doch alles. Ich hoffe. Ah! Gefunden.
Mein Schokomoppel. Ich finde, das ist immer noch Tierquälerei. Beinchen. Der Arme. Der muss doch leiden. So. Nun hast du die Silphen gefunden. Wie bitte, was? Galea hier? Erst die Silphen und dann die Galea. Da kam ein das kann kein Zufall sein. Suchen die Galea vielleicht nach den Silphen, womöglich um sie zu fangen. Aber wir konnten sie unbemerkt so tief in den Wald vordringen. Norfikas Schar und das Klagerregiment kontrollieren alle Wege. Kein Mul könnte sich unbemerkt an ihren wachsamen Soldaten vorbeischleichen. Es sei denn. Jemand hat ihnen geholfen und Informationen über unsere Wachposten geliefert. Das würde bedeuten, wir hätten einen Verräter in den eigenen Reihen. Gut, ich würde sagen, den Rest machen wir morgen. Ich möchte jetzt ungern direkt was Neues anfangen. Also die Quest weiter fortführen. Nico.